Wir von der Priori haben natürlich gerne noch ein bisschen Touren, die weggehen vom Normalen. Und eine von diesen Touren ist ganz sicher der Mangukki. Der Mangukki fließt vom südlichen Hochland zu ungefähr Fianarantsoo-Region Richtung Westen. Und ist am Anfang einer von diesen Hochlandbech und Flüssen, die sich aber wo immer mehr Wasser sammelt und die doch eine gewisse Breite erreicht. Also wenn ihr hier in Beluru durchfahrt, dann ist das schon ein richtiger Fluss mit Wasser, der natürlich unter einem Jahr auch abschwellt, also dass er sehr seicht ist und in der richtigen Regenzeit oder wenn die Regenzeit so angefangen hat oder noch Zyklonen, wird das schon auch ein reissender Fluss. Aber zu normalen Zeiten fließt der so dahin, ist er vielleicht ein Meter 50 tief. Man kann also an sehr vielen Stellen kann man durchwarten. Und es ist etwas sehr Interessantes mit den Pirogen dort abzufahren. Und zwar fährt man an, in Ranohira gibt es ja das Isalu-Gebirge und nördlich vom Isal kann man also auf Beluru gehen und dann den Fluss daran. Das muss man alles ein bisschen im Voraus organisieren. Es geht um Essen natürlich, um Trinkwasser, um Nachschub, so während dieser paar Tagestour. Und dann muss man auch Zelt mitnehmen, weil Hotel unterwegs gibt es natürlich nicht. Also man ist wirklich abseits in der Natur draussen, wo bezüglich Mangukki sehr interessant ist, man fährt durch weite, ebene Gebiete, da kommen die ersten Baobab, die nicht weit davon weg sind von dieser Baobab-Allee in Murundaf, so optisch. In Murundaf mit dieser Baobab-Allee ist das natürlich schon langsam sehr besucht, jeden Abend. Und wenn man auf den Mangukki geht, hat man das alles für sich allein. Und dann kommt man dann auch auf die Strasse in der Nähe von Murumbi, wo man dann wieder weitergehen kann, entweder Richtung Süden, Murumbi Thüliar, oder Richtung Norden auf Murundaf. Und die Mangukki-Fahrt, das ist 4-5 Tage auf dem Fluss, wo sehr interessant ist, ruhig ist und auch ein bisschen erlaubt, runterzukommen. Auch runterzukommen in dem Sinn, dass es kein Handyempfang gibt, dass man also nicht immer muss am Handy hocken und sich informieren über das, was so angeblich in der Welt passiert.